Tja, liebe Fernsehzuschauer, heute aus aktuellem Anlass noch einmal ein kleiner Exkurs zum Thema Reue und Bereuen. Bereuen geht erfahrungsgemäß am besten, wenn man vorher auch richtig was ausgefressen hat. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Menschen machen Fehler. Ganz wichtig beim Bereuen, langsam und deutlich sprechen. Auch ich habe Fehler gemacht. Gut. Auch ich habe mich geirrt. Achtung, Pausen wirken lassen. Das soll nicht mein Verhalten relativieren. Schön ruhig. Oder gar verharmlosen. Guter Rhythmus. Ich sage es nur, weil ich erklären möchte. Und leise ändern. Dass auch ich nur ein Mensch bin. Perfekt. Grundsätzlich ist beim Bereuen alles erlaubt. Ein Drogengeständnis darf auch ruhig mal lustig sein. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Überaus lehrreich und beeindruckend ist das Bereuen von Altprofis. Ich war nie bestechlich. Ich habe die Geld für mich persönlich genommen. In meine Kasse, persönlich und privat, ist nichts gegangen. Und deswegen bin ich froh, dass ich darüber reden kann. Und, haben Sie was gemerkt? Das Wort Reue kam gar nicht vor. Hier noch ein Beispiel. I did not have sexual relations with that woman. Das klappt oft. Allerdings auch nicht immer. Und die Reue-Diskussion geht weiter. Sehen Sie nächste Woche Rudolf Scharping, wenn er sagt: Die meisten Frauen oder Männer reden noch nicht mal mit ihrem Lebenspartner, ihrer Ehefrau, ihrem Ehemann über Betrug. Oder?